Guten Tag, mein Name ist Manfred Gahr. Ich möchte Ihnen heute das Elternhaus der Dresdner Kinderhilfe vorstellen. Hier betreuen wir Eltern chronisch kranker Kinder, die oft wochenlang in der Klinik betreut werden müssen. Man muss sich einfach vorstellen, jetzt kommt eine Familie abends an, muss ihr Kind hier im Krankenhaus lassen, weiß nicht, wo es unterkommen kann, und dann wird ihnen hier das Elternhaus angeboten. Das ist das größte Glück, was sie in ihrem Leid im Moment haben können. Mit Hilfe der 475.000 Euro der Deutschen Fernsehlotterie konnte das Elternhaus Teddybär fertiggestellt werden. Die 13 Apartments sind komplett eingerichtet und für die Eltern kostenlos. Betreut werden die Eltern durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Und ob sie gewonnen haben, das erfahren Sie jetzt bei den Gewinnzahlen der Wochenziehung. Seeluft schnuppern und dabei mal so richtig die Seele baumeln lassen. Eine Erholungswoche für zwei Personen in der Aquamaris Strandresidenz Rügen gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 7294473. Ein VW Golf Cabriolet gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 2010730. Genießen Sie entspannende Momente im 5-Sterne-Hotel Dollenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 1976828. Einen VW Take-Up gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 3009453. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 3720131. Herzlichen Glückwunsch! Und kurz vor der Tagesschau sehen Sie die nächsten Gewinner bei der Prämienziehung für das Megalos. Danke an alle Mitspieler!